Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial mal wieder von mir. Mir fällt immer auf, dass man eigentlich, wenn man hier mit Shotcut arbeitet, dass es natürlich Tutorials en masse gibt in YouTube zum Beispiel, aber vieles dann in Englisch. Und manchmal geht es mir persönlich, muss ich ehrlich gesagt sagen, ein bisschen zu schnell. Und dadurch hat es mich bewogen, ein Tutorial auf Deutsch mal zu machen. Also ich habe ja bei mir mehrere drin, wer es mal meine Videos durchschaut. Und ich finde es immer gut, wenn man dann das wirklich auf Deutsch sieht, weil man es dann erst richtig versteht. Ich nutze hier die Version 22.12.21. Es ist jetzt, wir haben jetzt Ende April 2023 und das ist hier die aktuellste Version. Und dann starten wir mal hier und geben natürlich einen Titel ein, Tutorial. Und okay, das ist ja das, was, also so will ich es machen, jeder kann es nachvollziehen und jeder kann das dann dementsprechend nutzen. Und ich finde es einfach gut. Als allererstes fügen wir mal eine Farbe ein. Dann klicken wir hier oben drauf, andere öffnen und dann hier auf Farbe nehmen wir mal hier dieses Blau. Kann man auf OK gehen. Dann kann man das hier in die Wiedergabeliste ziehen. Dann hat man das hier drin. Wie man es hier sieht, meins dauert 2 Sekunden. Ich habe mir das jetzt mal so eingestellt, dass meine Sachen, die man einfügt, immer 2 Sekunden lang sind. Es kann sein, dass bei euch 3 steht oder 4 oder sonst was. Das kann man anpassen, wie man persönlich will, aber auf das wollte ich jetzt nicht raus. Dann kann man das Blaue hier entweder mit dem Plus einfügen oder einfach runterziehen. Ich drücke jetzt einmal auf Plus. Und da ist es jetzt schon drauf. Und deswegen nochmal zu sagen, warum es egal ist, weil ich kann es natürlich so lang ziehen, wie ich hier lustig bin. Und dann haben wir natürlich hier das Blaue jetzt gute 20 Sekunden lang. Okay. Jetzt, wenn ich hier einen Text einfüge, das ist ja eigentlich ganz einfach. Ich drücke hier rechte Maustaste, sag Videospur einfügen und das ist auch wieder total easy. Geh wieder auf andere einfügen und auf Text und schreib hier meinen Text rein, wie zum Beispiel willkommen, und dann erscheint er auch hier schon. Das heißt also, jetzt ist hier das V1, die Videospur 1, nicht zu sehen im Moment. Sondern nur mein Text, den ich gerade eingegeben habe. Da kann man hier noch vieles ändern, anpassen. Man kann zum Beispiel sagen, der soll es hier in den Kasten einfügen, indem er hier den Haken rausnimmt. Man kann natürlich auch die Schriftgröße ändern, auch die Kontur. Sieht man hier schon, wie sich das jetzt ändert. Aber dann nehmen wir mal die Kontur komplett raus. Und jetzt kann man entweder das hier nehmen, nicht mit dem Ding, sondern einfach hier reinklicken mit linker Maustaste und runterziehen. Oder wieder mit dem Plus hier einfügen. Okay, stellen wir es mal in die Mitte. Machen wir mal ein bisschen größer. Man sieht es immer, wie viele Sekunden das dann dauert. Okay, machen wir mal ein paar Sekunden. Das ist ja jetzt egal. Stellen wir mal hier rein. Ich kann ja jetzt auch einmal das vielleicht ein bisschen in die Mitte ziehen. Man kann es dann hier noch anpassen, dass das hier in der Mitte ist. So zum Beispiel. Ist ja jetzt egal. Und wenn man dann hier zurück springt, springt er nicht auf 0. Sondern hier zum Startpunkt der letzten Änderung. Also wenn man von hier nach hier geht, ist ja hier quasi eine Änderung.
Jetzt haben wir natürlich hier noch den Raum drumherum. Wenn man unten aufs Blaue oder aufs Video quasi klickt, ist auch der Raum dann nicht mehr sichtbar. Okay. Jetzt kann man hier drauf gehen. Man sieht es hier schon. Wenn man hier einfach den Mauszeiger ins linke Eck stellt und kann hier das ein bisschen so einfügen, also praktisch so reinziehen, vielleicht eine Sekunde oder so, und genauso geht es auch hier, also quasi einblenden und ausblenden. Lassen wir es einmal laufen. Okay, da läuft es jetzt. Und jetzt blendet er wieder aus. Okay, und da sieht man jetzt auch, dass er hier Filter automatisch eingefügt hat. Und er blendet jetzt auch, wenn man es so macht, Audio ein und aus. Da haben wir natürlich keinerlei Sound jetzt drin in dem File. Und man muss sagen, das betrifft nur dieses Eck hier. Also dieses Teil, wo hier der rote Rahmen drum ist. Wenn man jetzt mal unten drauf klickt, ist es komplett weg, weil da ist keinerlei Filter drauf und der Filter ist nur hier drauf. Das einmal bloß zum Verständnis, dass man sagt, ja, ich habe doch einen Filter eingestellt, wo ist mein Filter abgeblieben? Und so findet man natürlich den wieder. Ich könnte hier jetzt auch den Text anpassen, die Farben anpassen, und kann man ja jetzt einmal einfach machen, indem man sagt, okay, weiß ich jetzt nicht, ich weiß gar nicht, was in dem Testvideo, das dann noch kommt, ich für eine Farbe habe, aber ich lasse jetzt vielleicht mal weiß, die Farbe kann man später immer noch anpassen. Jo, und bei mir ist es ja jetzt so, dass man das hier so sieht, okay, blende schön ein, gehen wir natürlich hier wieder zurück, dass der Rahmen weg ist. Und können wir hier mal ein bisschen kürzer machen, damit man nicht immer so lange Wartezeit hat. Blendet schön aus. Es kann aber sein, dass bei euch das sich anders gestaltet. Und zwar ist dann hier, wenn man dann auf Video einblenden geht, der Haken nicht gesetzt. Ich nehme mal hier zweimal den Haken raus und dann schauen wir mal, wie sich das dann gestaltet. Jetzt kommt schwarz und geht auch wieder schwarz zurück. Das will man natürlich nicht. Deswegen ist es wichtig, auf die Effekte zu gehen und jeweils hier den Haken zu setzen, Deckkraft einstellen, anstatt mit schwarz zu überblenden. So, und jetzt ist es eigentlich genau so, wie wir es wollen. Jetzt wird der Text schön sauber ein- und ausgeblendet. So, das ist ja jetzt ein bisschen die allereinfachste Methode. Ich schaue jetzt einmal kurz. Jetzt nehmen wir mal diese beiden Sachen hier wieder raus. Also nehmen wir mal die raus. Normalerweise sollte das, genau, wenn man hier Doppelklick macht, muss man hier vorsichtig drauf. Irgendwann hat das dann. Genau, Doppelklick, dann ist es auch hier wieder weg. Okay, gehen wir mal zurück. Und zwar werde ich jetzt einmal Farbe, ein transparentes Transparenz erstellen. Und jetzt haben wir transparente Farbe und können die jetzt hier auch einmal einfügen. Das ist jetzt die, ich ziehe es einmal hier ein bisschen nach vorn und das einmal hier ein bisschen nach hinten. Vielleicht auch, ja, machen wir hier so. Vielleicht ein bisschen kürzer. Es ist immer so, wenn das hier anliegt, kann es sein, dass es das snappt hier an, wenn ist ja hier der Magnet gesetzt, dass man sich dann leichter tut. Man sieht, wie das hier der Magnet das anzieht. So zum Beispiel. So, und jetzt können wir natürlich, jetzt kann ich mal das hier ein bisschen größer ziehen. Und jetzt kann ich das auch vielleicht ein bisschen größer ziehen, das Transparente, und ziehe es mal hier drüber. Und jetzt hat man hier, so einen Übergang. Und schauen wir mal, wie sich das jetzt gestaltet.
Okay, da sieht man es hier schon. Gehen wir mal nochmal zurück. Machen wir es mal so. Okay, jetzt blendet er ein. Könnte man natürlich genau so dann auch wieder ausblenden. Genau. Und man kann es natürlich auch das anpassen, indem er sagt zum Beispiel hier Balken horizontal, dann lasse ich einmal laufen und dann wird so eingeblendet. Das ist vielleicht für manche eine super Idee, wie man seine Schrift einfach so einblenden kann. Ich ziehe mal das hier am Anfang. Oder lassen wir es einfach mal so, weil es gerade den Platz da nutzt. Genau, und dann wird das hier eingeblendet. Man kann es, wie gesagt, variabel ziehen. Je nachdem, dann dauert es halt dann länger, bis er den Text hier anzeigt. Kann man natürlich hier immer wieder zurückgehen. Aber das finde ich schon mal klasse, wie man den Text hier einfügt. Und natürlich, wenn man hier dann sagt, jetzt haben wir das, gehen wir mal hier runter, damit nicht immer der Balken da eingeblendet wird. Haben wir das hier, wird eingeblendet. Und jetzt haben wir natürlich das Transparente uns nicht gemerkt, aber können wir leicht wieder eins einfügen. Einmal transparent und hier wieder hinzufügen. Und jetzt waren wir hier unten, kann man natürlich hier wieder raufziehen. Das ist egal, es wird immer das benutzt, was gerade aktiv ist. Und jetzt können wir das hier drüber ziehen. Moment, das war falsch. Machen wir es mal ein bisschen größer. Hier drüber ziehen. Genau, und so wird es ausgeblendet wieder. Und natürlich kann man das hier mit einem anderen Effekt versehen. Zum Beispiel könnte man auch jetzt Scheunentor mal nehmen. Kann man mal ausprobieren. Okay, da wird es so nach oben ein bisschen weggewischt. Oder kann man natürlich auch mal vielleicht den Balken vertikal nehmen. Okay, das kann jeder mal hier testen und mal das nehmen, was ihm quasi am liebsten ist. Aber ich finde das mal nicht schlecht. Starten wir mal nochmal vom Anfang an. So, das wird jetzt eingeblendet. Und dann wieder schön ausgeblendet. Also ich finde es klasse. So, aber natürlich ist klar, dass wir hier nicht das mit blauem Hintergrund eigentlich sehen wollen. Und dadurch füge ich jetzt einmal ein Video ein und werde mal den blauen Hintergrund hier hochziehen. Man kann auch löschen, man kann machen, was man will. Und werde jetzt mal hier mein Video öffnen. Da habe ich hier einfach ein stummes Video vom Terranil, mache ich da gerade, oder habe ich da gerade aufgenommen und kann es jetzt wieder hier mit dem Plus runternehmen oder einfach natürlich so runterziehen. Okay, da hat man das hier, wenn man hier so einen Leerraum immer beseitigen will, klickt man einfach hier rein. Rechte Maustaste und sagt Triple Delete, dann wird das hier der Leerraum komplett weggenommen. Jetzt lassen wir es einmal laufen. Okay, wird der Text hier eingefügt und jetzt wieder ausgeblendet. Ja, finde ich nicht schlecht. Es ist natürlich klar, dass man hier jeweils den Effekt ändern kann. Man kann natürlich hier auf Auflösen gehen,
wenn wir auflösen jetzt geht, dann wird das so ausschauen, dass hier das langsam eingeblendet wird. Okay, und beim Ausblenden habe ich ja hier jetzt Balken horizontal und da geht natürlich hier der Balken durch. Das ist klar. Okay, kann man natürlich ändern, wie man will. Man kann es natürlich auch, wenn man so sagen will, jetzt mal was anderes nehmen, wie so das Scheunentor zum Beispiel. Und das so einblenden. Ja, das muss man dann irgendwie selber wissen oder selber mal ausprobieren, dass man sagt, das gefällt mir jetzt am besten und das ist genau das, was ich für mein Video brauche. Man kann das natürlich noch ein bisschen interessanter machen, wenn man zum Beispiel jetzt noch einen zusätzlichen Text hat. Und dann würde ich jetzt hier wieder rechte Maustaste, Videospur hinzufügen. Und dann kann man jetzt hier wieder, wieder hier ein transparentes Ding hier hinzufügen. Schauen wir mal. Und natürlich hier mit Plus einfügen. Sieht man hier, da ist es wieder. Und vielleicht jetzt auch einen neuen Text. Sagen wir mal hier einen neuen Text. Und dann, der würde ich vielleicht heißen, auf meinem Kanal. Okay. Kann man natürlich auch hier hinzufügen. Und kann ein bisschen größer machen. Und auch den kann man natürlich dementsprechend hier einfügen bzw. erscheinen lassen, indem man das transparente Ding hier drüber zieht. Aber bevor ich das mache, kopiere ich es mit String C, String V. Jetzt habe ich es kopiert, das stelle ich hier nach hinten und mache das jetzt vielleicht mal ein bisschen größer, ziehe es hier rein und das mache ich auch ein bisschen größer und ziehe es hier rein. Okay, da haben wir praktisch einblenden und ausblenden. Hier kann ich wieder mit rechter Maustaste den Leerraum löschen. Und jetzt schauen wir uns einmal das hier an bei den Eigenschaften. Auflösen ist immer Standard. Und da machen wir jetzt zum Beispiel mal Balken vertikal rein jeweils. Und schauen wir mal, wie sich das dann gestaltet. Okay, ist ein bisschen weit unten, aber das ist kein Problem. Man kann hier draufklicken und dann kann man das ein bisschen höher ziehen, wo man es braucht. Gehen wir nochmal zurück. Okay, und jetzt ist es natürlich dementsprechend ein bisschen lang da, das ist klar. Und das so will man es nicht haben. Dann stoppen wir mal. Und da kann man natürlich jetzt an einer Stelle, wo das Ausblenden hier losgeht, leicht hier cutten. Und das funktioniert so. Entweder S drücken oder hier draufklicken. Und dann nimmt man das hier mit Entfernen weg. Und das kann man natürlich Ripple Delete wieder das hier rüber rutschen. Und schauen wir mal, wie sich das Ausblenden jetzt gestaltet. Okay, ist es schon mal etwas besser. Kann man natürlich das hier eventuell mal rausnehmen. Das kann man wieder ein bisschen größer machen, wenn man es will, wenn man es schafft. Und das natürlich hier anfügen. Ich mache es jetzt mal so wieder. Dann sind wir hier auf der sicheren Seite. Das hier nehmen wir raus. Das ist ja der Text da, weiß ich jetzt nicht.
nicht, warum das hier kommt. Nee, muss man natürlich wieder löschen. Und da gehen wir hier zurück. Und da werden wir jetzt nochmal so ein transparentes Ding hier einfügen. Mit String C und String V. Okay. Nee. Nee, das hat er. Gehen wir mal nochmal zurück, die ganzen Schritte. Okay, so soll es ja sein. Genau, Copy. Genau, jetzt fügt das hier ein. So passt. Mache ich mal wieder ein bisschen größer. Und nehmen wir mal den Magneten hier raus. Dann tut man sich vielleicht ein bisschen leichter. Schauen wir mal hier auf meinem Kanal. Das kann ich ja jetzt ein bisschen größer ziehen. Jetzt wollen wir ja, dass das früher endet. Hier ist es ja jetzt dieses Willkommen. Und es soll früher enden. Da kann man jetzt einmal den Magneten wieder anschalten. Und jetzt, wenn man es so macht, versuchen wir es nochmal. Machen wir es mal so. Und jetzt ziehen wir das hier da rein. Und das hier nehmen wir weg. Genau, so ist es gut. Lassen wir mal kurz laufen. Einfügen. Und jetzt geht es unten weg und da ist es ungefähr gleichzeitig weg. Genau das wollte ich erreichen. Jo, soweit schaut es ja jetzt nicht schlecht aus. Das wird hier eingeblendet und auch wieder so ausgeblendet. Was ist jetzt, wenn man jetzt einen zusätzlichen Text noch hat? Ja, ist ganz einfach. Wir fügen wieder eine Videospur hinzu. Das ist überhaupt kein Thema. Und können hier jetzt wieder das hier nehmen, die Farbe. Machen wir hier String C, hier drauf String V und einfügen. Dann wird das hier wieder eingefügt. Genau an der Position. Und dann können wir jetzt einmal genau an die Position gehen, wo mehr oder weniger die Texte hier zu Ende sind. Das ist ja hier und genau da wollen wir dann anfangen und unseren weiteren Text einfügen. Das heißt also, ich sage hier wieder Texte einfügen, habe jetzt schon mal hier was vorbereitet, damit ich das nicht lang tippen muss. Und nehmen wir das hier, wie diese Folge heißen soll. Man kann es hier noch ein bisschen ausprobieren. Hier selber noch ein bisschen basteln. Machen wir mal hier ein bisschen. Basteln wir hier ein bisschen rum. Hier so vielleicht. So auf die Art. Und dann kann man natürlich das hier runterziehen. Machen wir mal ein bisschen größer. Schauen wir natürlich, dass unser unteres Video noch nicht zu Ende ist. Das ziehen wir hier nach hinten. Könnte man eigentlich schon langsam mal rausnehmen. Okay. Machen wir es jetzt einmal so. Und jetzt machen wir das hier so. Das ist natürlich klar, dass man darauf achten muss, dass der Magnet eingeschaltet ist. Dann ist es genau an der Stelle. So, und jetzt werden wir das hier einblenden. Beziehungsweise, also das war jetzt zu weit. Machen wir es jetzt einmal so. Genau, das passt. Das nehmen wir, oh, da habe ich jetzt mal mich verklickselt, so. Schauen wir mal. Noch einen Schritt zurück, okay.
Ah, das ist jetzt zu weit. Das ist zu weit. Dann ziehen wir das daher. Das ziehen wir daher. Und das ziehen wir daher. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Ja, kann man so lassen. Oder natürlich wie gehabt, wie wir es vorher schon gelernt haben, vielleicht mit Balken vertikal hier von oben bis unten einblenden. Ich find's gut. Dann hat man schon mal vielleicht ein schönes Intro für seine Videos. Kann man natürlich diesen Text dann noch ein bisschen zurücknehmen. Kann dann auch vielleicht das Ein- und Ausblende-Ding wieder kopieren. Fügt man hier ein. Macht man vielleicht ein bisschen größer. Zieht es hier so rein. Und da bleibt man jetzt bei dem Auflösen. Also wie zum Beispiel so. Und dann wird es so aufgelöst. Das ist schon mal nicht schlecht, finde ich. Was ich mir gerade noch denke, was auch ein schöner Effekt ist, im Gegensatz zu Balken vertikal, wäre hier der Iriskreis. Können wir mal schauen, wie sich das hier gestaltet. Dann wird es so eingeblendet. Man kann es auch hier alles einmal hier durchprobieren und mal schauen, wie man das machen will. Man sieht hier auch eine kurze Vorschau, wie quasi dieser Text dann eingeblendet wird. Genau so, aber ich finde es so nicht schlecht. Ich kann hier dann schön mitlesen. Kann ja auch durchaus ein anderer Text sein. So, wie gesagt, so eingeblendet und dann so wieder ausgeblendet und das Video geht los. So, und jetzt geht es natürlich noch weiter. Was ich auch noch entdeckt habe und was gewissermaßen auch ein bisschen ein Anstoß war, das Tutorial zu machen. Der Genre 1 hat hier super Sachen gemacht. Ich hoffe, ich darf es. Ich danke ihm jetzt schon mal im Vornherein und werde natürlich diesen Link hier mit in die Infobox schreiben. Man geht hier auf LumaFiles und sieht hier etliche Bilder. Wie das zum Beispiel. Ich werde es mir jetzt einmal schnell runterladen. Sekunde. So, ich habe mir jetzt einmal 4 dieser Bilder runtergeladen. Und wenn man jetzt hier sich das nochmal in Erinnerung ruft, wie war es denn hier mit dem Willkommen zum Beispiel? Und man geht hier mal drauf auf diesen Übergang. Haben wir ja hier Balken horizontal und man würde jetzt mal sich das runterladen und zwar Benutzer definiert. Geht man hier drauf und jetzt können wir zum Beispiel, nehmen wir mal sein Bild hier Messi, das er hier zur Verfügung stellt. Und schauen wir uns die Sache mal an. Dann wird es so eingeblendet. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ich finde es sehr gut. Jetzt kann man auch mal hier drauf gehen und mal vielleicht auch die anderen Sachen ausprobieren. Okay, müssen wir hier mal hin und her diagonale Streifen. Nehmen wir das mal. Ah, das wäre auch nicht schlecht. Schaut auch super aus. Wenn wir gleich einmal das nächste wieder nehmen. Und zwar diagonaler Regen. Dann wird es so eingefügt. Und genau so kann man natürlich dann das auch wieder ausfügen. Indem man dann hier sagt, ich nehme jetzt zweimal dasselbe. Wird jetzt so eingefügt. Und dann auch so wieder rausgelöscht. Also das ist doch genial. Und jetzt nehmen wir nochmal das nächste. Und zwar die Explosion.
Okay, da bin ich jetzt. Da haben wir hier jetzt auch eingefügt, ist ja egal. Machen wir es hier zweimal. Einmal Explosion rein. Okay. Und einmal so schwupp weg. Aber ich finde das andere schöner. Wenn man zum Beispiel hier den diagonalen Regen nimmt. Genau. Super. Also ich finde es klasse und ich hoffe mal, euch hat es ein bisschen geholfen. Weil ich finde es immer so einfach, Text ein- und ausblenden ist doch immer ein bisschen nicht so dolle. Also da kann man jetzt natürlich das auch nehmen mit dem Zusatztext. Könnte man hier auch einmal was nutzen und hier vielleicht dieses Messi mal nehmen. Auch nicht übel, oder? Und dementsprechend dieses Messi dann auch wieder zum Ausblenden von dem Text nehmen. Erstmal so einblenden. Okay. Und so wieder ausblenden. Alles klar. Gut. Wie man es exportiert, ist klar. Drauf exportieren. Dann wird hier Video draus. Nur nochmal die Mini-Anleitung. Man sollte natürlich das hier rausnehmen, damit das nicht ewig lang ist. Es soll ja 20 Sekunden lang sein. Und sollte man hier noch einen Sound dazu machen wollen. Einfach hier wieder rechte Maustaste und die Audiospur hinzufügen. Nicht vergessen, dass die Musik nicht urheberrechtlich geschützt sein darf. Jawohl, prima. Und jetzt würde ich sagen, ich exportiere schnell und dann schauen wir uns das Kunstwerk an, aber noch ohne Sound allerdings. So, jetzt schauen wir mal kurz. Ist ja jetzt nichts Besonderes, aber ich finde es einfach, wenn man das so macht, schöner anzuschauen, als einfach Text einblenden und ausblenden. Das hat zwar auch was, aber ich finde es so besser. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Wer noch Fragen hat, kann es gerne in die Infobox schreiben. Wenn ich Bescheid weiß, kann ich euch sagen. Ist kein Thema. Okay, wünsche eine gute Zeit. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Thank you.